Geld war ja in der DDR unter den Leuten. Man wusste ja nicht, wo man es ausgeben sollte. Ja. So, und das war, sag ich mal, dann nicht das Thema, dass dort auch, sag ich jetzt mal, 5 Jahre, 6 Jahre alte Autos mit zu verkaufen waren. Ja? Also in Preisregionen, ich sag jetzt mal, zwischen 10, 15 bis hin zu 20.000 D-Mark. Und wer nicht genug Gespartes hat, für den gibt es Kredit. Mehr als 3 Millionen DDR-Bürger werden bis Ende 1991 ein Auto neu zulassen. Bei den Behörden löst das ein Chaos aus. Während die DDR-Beamten versuchen, die unerwartete Antragsflut in den Griff zu bekommen, bewähren sich die Autobesitzer in einer Disziplin, die sie ohnehin gut beherrschen. Schlange stehen. Für die ehemals 8 Mitarbeiter in der Fahrzeugzulassung war der Andrang kaum zu bewältigen. Deshalb ließ sich die Leitung etwas einfallen. Kurzerhand zogen alle samt Computer um in die Turnhalle des Polizeisportvereins. Aus allen Bereichen des Hauses wurden noch Kräfte herangeholt und die Zahl der Mitarbeiter von 8 auf 27 aufgestockt, zusätzlich Computer angeschafft. Die Autorevolution bringt Bewegung in den erstarrten Apparat. Selbst bei der eigenen Fahrzeugbeschaffung entwickeln die Staatsdiener plötzlich erstaunliche Aktivitäten. Ich habe da wirklich auch kuriose Verkäufer- und Kauferlebnisse gehabt. Unter anderem kann ich mich an eine Situation erinnern. Da kam irgendwann so um 20 Uhr abends in der Dämmerung ein großgewachsener Mann mit einem langen Ledermantel an und guckte sich so die Autos an und ich ging dann zu ihm hin und fragte ihn, ob ich ihm helfen könnte. Und er sagte, ja, ich hätte jetzt gerne den BMW und den Opel und den Opel hätte ich ganz gerne noch und den Ford hätte ich ganz gerne noch und den Seat hätte ich ganz gerne auch noch. Und da habe ich noch gefragt, ja, soll ich hier noch ein Schleifchen drum machen und brauchen Sie noch was für die Frau oder das soll es noch ein bisschen mehr sein? Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, dass das der Landrat war, hier des Landkreises Bernburg und dass der also für seine Bediensteten Fahrzeuge suchte. Es liegt ein Hauch von Anarchie über dem Land. Auf einem ohne Genehmigung entstandenen Verkaufsplatz versucht ein Volkspolizist, einen Rest von staatlicher Autorität zu bewahren. Als ein Reporter ihn anspricht, nehmen die Ereignisse hinter dem überforderten Ordnungshüter bereits ihren eigenen Verlauf. Es gibt auch Bürger, die sich eben Autos kaufen, die 2, 3 Jahre alt sind. Und da kann man eben zu sagen, dass sie den Anforderungen noch entsprechen. Aber das ist die Regel. Ja, nun hat es gerade gekracht hier. Ja. Jetzt müssen Sie eingreifen. So ist es. Ja, das war toll. Wollen wir Sie gar nicht aufhalten. Ja. Einer, der dabei ist, als den DDR-Behörden die Kontrolle zu entgleiten droht, ist Christoph Birkner. Er ist eigentlich beim Kraftfahrzeugtechnischen Amt in Erfurt zuständig für die Überprüfung der Fahrzeuge. Doch davon kann längst keine Rede mehr sein. Hier war weit und breit der größte private Automarkt. Das war 1990, wo die Sowjetarmee noch hier war, wo viele Russen Wolgas und sowas gesucht haben, die Holländer von der Autobahn kamen und ihre Autos hier auf die Wiese gestellt haben. Hier, das Asphaltierte, war alles noch nicht so, wie die Wiese hier ist. So war der ganze Platz. Und da wurde wie beim Pferdehandel mit Handschlag das Auto und ein Bündel Geld hin und her gehandelt. Die Behörden versuchen, die Fahrzeugschwemme unter Kontrolle zu bekommen. Bundesdeutsche Gesetze gelten noch nicht. Verkehrssicherheitsprüfungen sind in der DDR freiwillig. Für die Westautos wird daher eine Verkehrstüchtigkeitsprüfung angeordnet und Hilfe im Westen angefordert. Gemeinsam mit DEKRA und TÜV versucht man zu verhindern, dass sämtliche Sicherheit unter die Räder kommt. Wir hatten mal in Erfurt ein holländisches Auto, ein Golf, kam auf den Hof gefahren. Und dann haben wir auf der Fahrgestellnummer festgestellt, die begann mit 16. Und 16 ist immer ein Jetta. Das hat uns sehr gewundert. Das kann nicht sein, dass in Holland ein Golf mit einer 16er, einer Jetta-Nummer, Fahrgestellnummer, ausgeliefert wurde. Und dann haben wir die Fußmatten hochgenommen, haben festgestellt, dass das Fahrzeug vorn ein Jetta war und hinten ein Golf. Also es wurde mit allen möglichen Tricks versucht, uns da irgendwas unterzujubeln, was woanders wahrscheinlich schon von vornherein gar nicht gegangen wäre. Ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass Fahrzeuge verkauft wurden, wo teilweise gravierende Rostschäden an den Blechteilen da waren und die Leute haben sie trotzdem gekauft. Einfach, ich wollte ein Westauto haben.
Der Begeisterung kann nichts Abbruch tun. Trotz Rost und Unfallschäden, das Westauto scheint unverwüstlich. Die Polizei warnt DDR-Bürger vor Leichtgläubigkeit beim Autokauf. Der Drang nach Gebrauchtwagen wird von Kriminellen ausgenutzt. Allein in Ostberlin haben seit Jahresanfang etwa 360 schrottreife Wagen den Besitzer gewechselt, für die es dann keine Zulassung gab. Aber es ist nicht nur der blinde Drang nach dem Westfahrzeug. Nach jahrelangem Warten auf ein Auto stellt nun zur Wendezeit selbst ein heruntergekommenes Gefährt einen Wert dar. Davon profitieren die Ostwerkstätten. So manches marode Fahrzeug wird ihnen wieder auf den Hof gebracht. Im Osten wurde ja viel instand gesetzt, repariert. Da wurde ja eigentlich, sage ich mal, manchmal aus nichts was gemacht. Und genauso haben wir das dann auch getan. Es sind ja auch wirklich Autos aus dem Westen in den Osten gekommen, wo, ich sag mal, vielleicht der alte Besitzer gedacht hat, Gott sei Dank bin ich das Auto los. Und der Ex-DDR-Bürger hat gesagt, jetzt habe ich endlich ein Westauto. Also haben wir uns auch rangemacht und haben die versucht, top in Stand zu setzen, dass der Kunde auch wirklich für sein Westgeld, für seine D-Mark, ein ordentliches Auto bekommt. Es röhrt, es rappelt, es dröhnt. Die Zeit mit dem neuen Gebrauchten bis zur ersten Fahrt in die Werkstatt war kurz. Der Kühler ist undicht leckt, Kopfdichtung ist durch, Ölschlamm oben auf den Ventilen am Zylinderkopf. Das ist hier ganz eindeutig zu erkennen. 7.000 Mark legte der neue Besitzer für dieses Modell auf den Tisch. Doch wenn ein Fachmann genauer guckt, ist der Wert mit 1.500 eher noch geschmeichelt. Auch Frank, unser Autofan aus Leipzig, wird bald damit konfrontiert, was sich unter dem Blech seines Kadett verbirgt. Nach circa einem halben Jahr, da kamen dann die ersten braunen Stellen. Kannte ich beim Trabi nicht, war ja aus Plaster. So, das ging dann überall in Schwellern los. Ich dachte mir, Mensch, sieht nicht gut aus. Fährst mal zur Werkstatt und fragst mal, was das kostet, sowas reparieren zu lassen. Dann hat er das Auto aufgebockt, also auf eine Hebebühne, nahm einen großen Schraubenzieher und auf einmal stach er mit dem Schraubenzieher in den Schweller da unten rein. Ich erschrocken, ich denke, was macht denn der? Was macht der so ringsrum? Und ich sage, was kostet das jetzt? Was bedeutet das für mich? Sagt er, ja, also ich vermute mal, das wird wohl nicht unter 2.500 D-Mark dann abgehen, das zu reparieren. Naja, und da habe ich dann im Prinzip das erste Mal die Nachteile der Marktwirtschaft dann kennengelernt. Ja. Weitaus bessere Erfahrungen macht man in einer anderen Branche. Um die große Nachfrage zu bedienen, dürfen DDR-Bürger den Führerschein ab sofort auch bei privaten Ausbildern machen. Familie Riegel eröffnet im Sommer 1990 eine Fahrschule in Halle-Neustadt. Die dicht bevölkerte Plattenbausiedlung lässt auf zahlreiche Kunden hoffen. Von der unglaublichen Nachfrage sind die Geschäftsgründer dann doch überrascht. Wir hatten damals noch keine eigenen Räumlichkeiten. Der Theorieunterricht wurde von meinem Mann noch in einer Schule durchgeführt. Und da habe ich die Idee gehabt, mach's doch mal einen Zettel an die Haustür, wo wir wohnten. Das war nämlich eine Zufahrtsstraße zu so einer Kaufhalle, heute sagt man Supermarkt. Und da kamen ja viele Leute vorbei und da habe ich draufgeschrieben, am so und so vielten um die Uhrzeit Anmeldung zum Führerschein. Na, da habe ich gedacht, da kommen vielleicht mal ein paar. Und da hatte ich so einen Kulturraum im Haus mir gemietet und als ich da runterkam, da stand der ganze Hausflur schon voller Leute, 30, 40 Mann. Ich habe gedacht, ich spinne, so viele Leute hätte ich nie erwartet. Ne? Verständlich ist dieser Andrang, wenn man die Geschichte der DDR-Fahrschulen kennt. Wartezeiten von bis zu 7 Jahren, schlechte Fahrzeuge, erste Stunden auf separaten Übungsplätzen. Groß ist die Freude, endlich von dieser staatlichen Geduldsprüfung befreit zu sein. Be happy. Liegt Ihnen nichts ferner als der öffentliche Nahverkehr? Sie haben schon ein Auto oder kaufen sich bald eins? Lange Wartelisten in den Fahrschulen gibt's nicht mehr. Sie schossen wie Pilze aus dem Boden. Eines der wenigen Geschäfte, das läuft und läuft und läuft. Be happy.
Hans-Joachim Riegel war lange Fahrlehrer bei einer staatlichen Fahrschule. Nun kann er im Sommer 1990 das erste nagelneue Fahrschulauto aus dem Westen zum Einsatz bringen. Ja, das war dann unser erstes Auto von Ford. Und weil der so schön weiß war, wir hatten eigentlich einen Magenta-Roten bestellt, weil alle sagten, Fahrschulen müssen rot sein, aber richtig knallrot wollten wir eigentlich nie, ne? Und da hatten wir dann den Weißen gekriegt, weil kein anderer aufzutreiben war. Man bot sich aber gut an dann für dich. Unser Hochzeitsauto. Als ihr geheiratet habt. Da waren wir stolz nach der Wende 1990 in ein Westauto, sind wir zur Trauung gefahren. Das war was ganz Besonderes. Mit dem frisch angeschafften weißen Firmenfahrzeug begeht Familie Riegel in Halle-Neustadt erstmal die Hochzeit des Schwiegersohnes. Überhaupt wird in diesen Tagen viel gefeiert. Am 3. Oktober ist es endlich soweit. Die deutsche Einheit ist da. Nach dem Jubel kehrt rasch der Alltag und mit ihm das gesamtdeutsche Recht ein. Veränderungen ergeben sich vor allem für die neuen Bundesbürger, da der Westen sein Gesetzwerk als Mitgift einbringt. Den Fahrschulen bringt das kaum Veränderungen bei Schildern und Verkehrsregeln, wohl aber Umstellungen, wer denn nun wie unterrichten darf. Ja, es gab in der Ausbildung Veränderungen und die waren auch sehr krass, diese Veränderungen. Es mussten neue Lehrmittel angeschafft werden nach Bundesrecht. Es mussten Auflagen erfüllt werden. Und da haben wir also als DDR-Fahrlehrer, sag ich mal, dumm waren, mussten wir an einem Integrationskurs der Bundesrepublik teilnehmen. Und dieser Kurs war 2x11 Tage lang, wurden wir dann nach Bundesrecht geschult. Was hat man Ihnen da beigebracht? Das weiß ich bis heute nicht. Tatsächlich sorgt die neue gesamtdeutsche Verkehrsordnung für Verwirrung. Vielleicht, weil sich außer ein paar Details wie Ampelschaltung oder grüner Pfeil erstaunlich wenig geändert hat. Seit dem 3. Oktober gelten zwar die meisten bundesdeutschen Gesetze, auch in der ehemaligen DDR. Einiges aber hat sich nicht geändert und das sorgt für Verwirrung. Zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Tatsächlich hatte sich die DDR seit 1973 internationalen Verkehrsbestimmungen angepasst, sodass beim gesamtdeutschen Führerschein nun kaum Nachhilfebedarf besteht. Ach, eine wirkliche Veränderung gibt es doch. Endlich kann auch jeder neue Bundesbürger ordentlich aufs Gas seines Westautos treten. Eine Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei. Hier das Messfahrzeug, ein PKW-Lader, auf dem Dach erkennbar der Blitz, rechts davon der Radarschirm. Leider lässt das auch die Unfallstatistik nach oben schnellen. Die Zahlen explodieren geradezu. Von 14.000 Crashs im Mauerfalljahr erhöht sich die Zahl der Unfälle bis 1991 auf knapp 300.000. Die Polizei nimmt diese Begleitschäden mobiler Freiheit einigermaßen machtlos auf. Die Unfallstatistik sagt das ja jeden Tag immer wieder. Gerade hier im Land Brandenburg, Raum Potsdam, Berliner Ring des südlichen Teils, die schwersten Verkehrsunfälle fast mit vorzuweisen hat. Und das sind nun mal solche rücksichtslosen Fahrer bzw. Kraftfahrer, die mit den Fahrzeugen nicht umgehen können. Viel zu tun hat daher auch ein Gewerbe, das zu DDR-Zeiten eher vor sich hin dümpelte. Das Abschleppunternehmen Purfürst aus Schleiz muss neue Fahrzeuge anschaffen, um die Nachfrage zu bewältigen. Der Betrieb liegt gleich an der A9, einer gefürchteten Piste im thüringischen Bergland, die nicht nur den vielen Gebrauchtfahrzeugen alles abverlangt.